In diesem Video zeigen wir alle Optionen des Tova-Tafel-Menüs. Sie rufen das Menü auf, indem Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung drücken. Oben erscheinen vier Menüpunkte. Alle Spiele, Sammlungen, Einsicht und Einstellungen. Wenn Ihre Tova-Tafel über kein Open Play and Learn Abonnement verfügt, erscheinen nur zwei Menüpunkte, nämlich alle Spiele und Einstellungen. Unter dem Menüpunkt Alle Spiele finden Sie die Spiele, die in Ihrer Tova-Tafel verfügbar sind. Die Spiele sind nach Spielniveau geordnet. Sie navigieren zwischen den verschiedenen Niveaus mit den Pfeilen nach unten und oben. In jedem Niveau stehen alle Spiele in einer Reihe. Durch diese Reihe können Sie mit den Pfeilen nach rechts und links navigieren. Klicken Sie auf OK, um ein Spiel auszuwählen. Sie durchlaufen die Reihe mit Spielen, möchten aber zum Anfang der Reihe zurückkehren? Drücken Sie dann auf Ihrer Fernbedienung auf die Zurücktaste. Sie können auch alle Spiele eines Niveaus in zufälliger Reihenfolge spielen, indem Sie auf das Symbol mit zwei Pfeilen drücken. Ganz unten werden alle Spiele aller Niveaus zusammen aufgelistet. Haben Sie weniger als 20 Spiele? Dann werden Sie nur auf diese Weise angezeigt. Um einen anderen Menüpunkt auszuwählen, navigieren Sie mit dem Pfeil ganz nach oben oder klicken Sie auf die Home-Taste. Sie können zwischen den Menüpunkten mit den Pfeilen nach rechts und links navigieren. Sie wählen einen Menüpunkt durch Drücken auf OK. Verfügen Sie über ein Open Play and Learn Abonnement? Dann sehen Sie unter dem Menüpunkt Sammlungen die Spiele, die den gleichen Zweck haben. Möchten Sie zum Beispiel die Spieler zum Nachdenken bringen oder möchten Sie sie zum Bewegen anregen? Für jeden Moment gibt es eine geeignete Sammlung. Das Open Play and Learn Abonnement verleiht unter Einsicht auch diverse allgemeine Spieleinsichten. Hier können Sie sehen, welches Spiel diesen Monat am meisten auf Ihrer Tova-Tafel gespielt wurde, die Gesamtspielzeit und die Tageszeit, an der es am häufigsten gespielt wurde. Um die Nutzung des letzten Monats anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil nach links. Um die Gesamtspielzeit anzuzeigen, wählen Sie den Pfeil nach rechts. In den Einstellungen können Sie die Spielfläche kalibrieren, die Tischfarbe einstellen, den Sensor kalibrieren. Achtung, bei einigen Modellen ist dies nicht möglich. Eine Verbindung zum Internet herstellen, die Sprache anpassen, technische Informationen anzeigen, manuelle Updates durchführen, die Tova-Tafel neu starten oder Ihr Abonnement offline aktivieren. Abhängig von der Softwareversion und Ihrem Abonnement sieht Ihr Menü möglicherweise etwas anders aus als in diesem Video gezeigt. Haben Sie Fragen? Nehmen Sie dann gerne Kontakt mit uns auf.